Viel zu lange waren wir einander völlig fremd. Getrennt durch Mauern, gebaut für unsere Sicherheit. Aber jetzt, da das chirale Netzwerk fertig ist, können wir endlich in die Zukunft blicken, als geeintes Volk. Heute feiern wir gemeinsam die Geburt einer neuen Nation. Eine neue Nation für eine neue Welt. Die United Cities of America. Einst schwor ich einen Eid, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und zu schützen. Und auch wenn diese stolze Republik nicht mehr existiert, sind wir noch da. Und so schwöre ich, als euer Präsident, euch, das Volk, zu unterstützen und zu schützen. Möge es keine Mauern mehr zwischen uns geben und keine Masken, hinter denen wir uns verstecken. Schaffen wir ein neues Amerika. Ein Amerika, in dem wir einander begegnen können. In dem wir unsere Meinung sagen und unsere Herzen öffnen können. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber ich glaube, liebe Landsleute, wir haben die Kraft und den Mut, die Vergangenheit abzulegen und uns der Zukunft zu stellen. Der gestrandete Tod gehört zu dieser Vergangenheit. Ein bleibender Schatten. Eine ständige Erinnerung an das, was hätte passieren können. Dass wir heute hier stehen, zeugt nicht von der Größe eines Einzelnen, sondern von unserer Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Von den Banden zwischen uns. Von unserer gemeinsamen Größe. Alles muss einmal ein Ende finden. Das gilt auch für uns. Doch solange wir jeden Augenblick ehren, uns der Gedanke an die Zukunft mit Freude erfüllt und wir hoffen, anstatt zu verzweifeln, werden wir es schaffen. Präsidentin Bridget Strand und ihre Tochter Samantha America Strand haben alles geopfert für ihre Suche nach Hoffnung, damit wir das Volk wieder eins werden können. Dass Sie heute nicht hier sind, um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen, erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. Aber wir finden Trost in der Gewissheit, dass Sie im chiralen Netzwerk weiterleben und in unseren Herzen. Wir bleiben Ihnen ewig verbunden. Es gibt noch einen Helden in dieser Geschichte. Einen, dessen Leistungen man leicht übersehen könnte. Amerika braucht diesen Helden weiterhin. Diese Person, ohne die wir nicht hier wären. Der Name spielt keine Rolle. Ihr wisst, wen ich meine. Und für diesen unbesungenen Helden habe ich eine Nachricht. Du hast uns wieder zusammengeführt. Du hast uns wieder vereinigt. Und auch wenn du und ich irgendwann sterben, wird unser Vermächtnis... Wohin des Wegs, Sam? Hat der unbesungene Held genug? Nein, aber das war's für mich. Sie ist fort. Komm schon, warte. Ich muss dir etwas sagen. Das stört dich nicht mehr? Das ist toll! Also, interessiert dich nicht, wie wir dich vom Strand zurückgeholt haben? Wir wollten die Puppe benutzen, hatten aber keine zur Hand. Und da fiel mir etwas anderes ein. Ist das das, was ich denke? Ja, was könnte mehr mit Amelies Strand verbunden sein als Präsidentin Strands Nabelschnur? Hartman dachte, deshalb hätte sie sie mir überhaupt gegeben. Aber leider... funktionierte es nicht. Ja, sie hatte ihren Strand bereits abgeschnitten. Er war einfach weg. Wir wussten nicht, ob sie dich ins große Jenseits geschleift hatte oder an einen anderen Strand. Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen.
Hartmann und Mama teilten sich auf und suchten jeden Strand ab, an dem du hättest angespült werden können. Wir suchten einen Monat lang und fanden absolut gar nichts. Einen Monat draußen. Und wie lange da drin? Glaub mir, das willst du nicht wirklich wissen. Aber keine Angst. Es gibt keine Anzeichen für beschleunigtes Altern. Letztlich hat uns der hier zu dir geführt. Und als wir gerade aufgeben wollten, erinnerte uns Die Hardman an den Revolver. Also folgten wir ihm und er führte uns zu einer entlegenen Ecke deines Strandes. Und Volltreffer, da warst du. Mama hat dich als Erste entdeckt. Sie konnte dich von ihrem Aussichtspunkt auf der anderen Seite sehen. Sie informierte Lochner über ihre Verbindung und Hartmann bestätigte deinen Aufenthaltsort während seiner nächsten Expedition. Grob gesagt hatten wir den Plan, dass Fragile Lou und mich zu dir bringen sollte, damit wir dich retten können. Aber es ist nicht so leicht, mehrere Individuen für längere Zeit zum Strand einer anderen Person zu transportieren. Und da kam die Nabelschnur ins Spiel. Die haben wir aus Präsidentin Strands DNA gewoben. Sie dienen als ein Knoten, der uns alle verbindet. Die Präsidentin muss all das vorausgeahnt haben. Ironisch, oder? Die Waffe, die dieses ganze Chaos ausgelöst hat, ist am Ende der Schlüssel zu deiner Rettung. Amelie, sie sagte, sie hatte einen anderen Zweck. Weniger Waffe als Rettungsleine. Eine zum Seil gewordene Knarre. Ich schätze, so könnte man es sagen. Oh, Sam. Du hast keine Ahnung, wie lange ich dich schon umarmen wollte. Ich muss dir noch etwas sagen. Streng geheim. Es geht um Cliff. Der Name von Bibis Mutter war Lisa Bridges. Cliffs Lebensgefährtin. Lisa Bridges? Ah. Also, Cliff wurde von einem Mann getötet, der in den Unterlagen immer nur John genannt wird. Ein ehemaliger Kommandosoldat. Und wohl ein ausgesprochen guter. Später wurde er Berater der Präsidentin, die ihn vor allem die Drecksarbeit erledigen ließ. Den Aufzeichnungen zufolge verschwand er nach Cliffs Tod. Es wurde Haftbefehl erlassen, aber man fand ihn später tot auf. Doch einige Leute sterben wohl schwerer als andere. Der liebe John tauchte mit Maske und neuer Identität wieder auf. Aber das chirale Netzwerk täuscht man nicht. Wir haben die Daten wiederhergestellt und Mama hat sie in den Archiven versteckt. Du bist der Einzige außer uns mit Zugriffsrechten. Du kannst sie dir ja mal ansehen. Aber ich muss dich warnen. Der Präsident hat jede Menge Dreck am Stecken. Ich traue ihm nicht, aber ich arbeite mit ihm, wenn nötig. Wir reden später. Sam. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Aber würdest du mich anhören? Ich habe Captain Clifford Unger getötet. Ich würde sagen, ich habe es für Amerika getan. Aus Vaterlandsliebe. Aber das stimmt nicht. Ich tat es für sie. Weil ich sie geliebt habe. Von ganzem Herzen. Sie war einfach alles für mich. Wirklich alles. Ich suche hier nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen. Aber du sollst wissen, dass nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Die Zeit half nicht. Auch nicht die Maske. Bitte, lass mich ausreden. Er. Der Captain.
rettete mein Leben. Weißt du, warum man mich Die Hardman nennt? Weil er mich nicht sterben ließ. Er brachte meinen erbärmlichen Arsch nach Hause, jedes Mal. Und ich liebte ihn. So sehr, wie ich sie liebte. Und als er mich anstarrte, dieser Geist, da wusste ich es. Er wollte mich töten, um abzurechnen. Er hatte jedes Recht dazu. Warum tat er es nicht? Er konnte sein Kleines nicht retten, sein Baby. Und das brachte ihn zurück. Ich schätzte, als er sah, dass ich versuchte, meine Schuldigkeit zu tun für Amerika, wusste er wieder, wer er war. Und er vergab mir. Gott. Aber ich verdiene es nicht, verdammt. Was ich getan habe, kann man nicht wieder gut machen. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Aber vielleicht kommt das hier dem am nächsten. Vielleicht brachte er mich aus einem Grund vom Strand zurück. Ein letztes Mal. Er wollte, dass ich das tue. Dass ich weiterhin Die Hardman bleibe. Nein, wollte er nicht. Niemand will einen Präsidenten, der so tut, als sei er unsterblich. Wenn du keine Angst vor dem Tod hast, wie kannst du das Leben schätzen? Und das Leben ist gerade sehr zerbrechlich. Und ja, alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber wir müssen sie ablegen, wenn wir gemeinsam ein besseres Amerika schaffen wollen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Ihre Worte, nicht meine. Danke, Sam. Hey, Sam. Ich habe auf dich gewartet. Lou? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Der Ausmusterungsbefehl ist da. Es könnte nekrotisieren. Der Körper kann nicht hierbleiben. Ich dachte, vielleicht willst du das übernehmen. Du könntest Lou mal aus der Kapsel nehmen und sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverordnung. Und da wir nun eine richtige Nation sind, gibt es dafür auch Gesetze.
konnte mich einfach nicht dazu durchringen. Aber den Präsidenten kann ich nicht hintergehen. Das kann ich einfach nicht. Ich nicht. Okay. Ich gehe zum Verbrennungsofen. Bevor du gehst, würde ich gerne kurz etwas überprüfen. Ich habe gerade deine Handschellen deaktiviert. In diesem Zustand könntest du sie problemlos abnehmen. Würdest du das tun, wüssten die OCA weder, wo du wärst, noch wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Das vergisst du hoffentlich nicht. Klar, natürlich. Ist das Wetter? Ich glaube, du brauchst keinen Regenschirm. Ich trete nun doch in die Fußstapfen meines Vaters. Keine Sorge, dieses Mal lasse ich mich nicht mit Terroristen ein. Die OCA stehen hinter mir. Wir sind der erste staatlich anerkannte private Lieferdienst. Klingt, als ob es für dich aufwärts geht. Mein Glückwunsch. Danke. Warte, ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe Hicks nicht erschossen. Ich konnte es einfach nicht. Also durfte er wählen. Tod oder ewige Einsamkeit am Strand. Verständlich. Du hast nie gerne Dinge kaputt gemacht. Genau. Ich finde kaputte Dinge und verbinde sie neu. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Willst du für mich arbeiten? Ein wie dich könnte ich gebrauchen. Die Welt ist immer noch kaputt. Genauso wie zuvor. Alles ist kaputt. Aber wir sind noch hier. Wir schlagen uns weiter durch. Nicht alle. Ich nicht. Komm schon. Du hast Amerika wieder vereint, nicht wahr? Heißt nicht, dass hier ein Platz für mich ist. Ich bin an nichts und niemanden gebunden. Ich könnte auch tot sein. So fühlte ich mich damals in der Höhle, als wir uns begegnet sind. Und so ist das noch heute. Tu nicht so, als wärst du noch derselbe. Du hast das Berühren gelernt, das Fühlen. Du hast Bindungen aufgebaut. Zu uns. Alles, was ich berühre, verliere ich. Sam!
Yeah.
Bist du noch bei mir, Luke? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Danke für alles. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ein Bibi-Kandidat. Entweder das oder... ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Sieh mal einen Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Du Scheiße. John, bist du das? Captain, was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz in Manhattan. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir? Wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld. Aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen.
Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Beim Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens. Zögere auf keinen Fall. Du hast nur diese eine Chance. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa.